könne man vom eisenbefreiten Strom und Bäche durch das Frühlingsholz und belebenden Blick zum Osterspaziergang durch Frankfurt neben dem Baby Eusch virtuell mit. Wir stehen ja am Kauzplatz, unschwer zu erkennen, vor der ehemaligen Kopfapotheke. Gebaut im Zuge der Braubachstraßenbau. Da konnte man damals viel Geld machen mit und der Architekt hieß übrigens Geldmacher, das war nämlich schon mal Obergag, ja. Und die Braubachstraße, eine Straße, die es da vorher nicht gab, aber man wollte ja mal die Stadt vom Dreck des Mittelalters säubern. Es musste Ost-West-Verbindung her, hier am Römer wurden neue Gebäude gebaut. Daraufhin hatte damalige OB Attikes, der Erfinder der Allee, der hat damals was gesagt, fort mit dem alten Dreck. Ja, und dann entstand die Braubachstraße und hier auch die Kopfapotheke. Und das Schöne ist in der Kopfapotheke, da ist noch ein original Waschbecken. Wenn ihr da mal schaut, das ist noch erhalten geblieben. Ein wunderschönes Waschbecken mit Delfinkopf. Damals, als es Starbucks drin war, ist das verschütt gegangen. Aber jetzt, wo der Plastikknips drin ist, kann man mal wieder reingehen, kann ich das mal anschauen. Wunderbar erhalten hier am Kauzplatz in der Kopfapotheke. Ihr seht lauter kleine Schätze, die unsere Stadt zu bieten hat. Und tja, ihr wisst ja, zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Ach ja, Kines. Und wenn das alles wieder vorbei ist mit dem Corona-Kram, dann gehen wir direkt auf den Weihnachtsmarkt.